jetzt zum endgültigen Abschluss der ebenen Kurven noch ein sehr schöner Satz. Das ist der sogenannte Umlaufsatz, stammt von dem Deutsch-Schweizer Mathematiker Heinz Hopf. Ich glaube, der Satz ist von 1935. Auch so ein Beispiel für ein deutsches Wort, was sich in der internationalen Fachsprache durchgesetzt hat. Wenn Sie sich irgendwelche englischen Bücher über Differentialgeometrie anschauen, heißt er da auch meistens einfach Umlaufsatz und nicht Turning Theorem oder sowas. Und der Umlaufsatz besagt, die Umlaufzahl einer einfach geschlossenen parametrisierten Kurve ist immer 1 oder minus 1. Da kann nichts anderes rauskommen. Wir haben uns ja eben überlegt, Umlaufzahl ist immer eine ganze Zahl, aber theoretisch kann bei einer Kurve irgendwas rauskommen, minus 1000, 50 Millionen, 0. Wenn ich eine einfach geschlossene Kurve habe, dann ist die Umlaufzahl immer 1 oder minus 1. Was heißt nochmal einfach geschlossen? Genau, die Mathematiker sagen, dass die keine Selbstschnitte hat. Also das hier ist eine einfach geschlossene Kurve, das hier ist nur eine geschlossene Kurve, weil an der Stelle ein Selbstschnitt stattfindet. Und wenn Sie sich jetzt solche Bilder malen, das ist wieder so ein typisches Beispiel für diese Sorte Satz, dann werden Sie sagen, das ist doch völlig klar. Eine einfach geschlossene Kurve kann doch nur die Umlaufzahl 1 oder minus 1 haben. Darum möchte ich Sie nochmal an dieses Bild von der letzten Stunde erinnern. Einfach geschlossene Kurven können ziemlich kompliziert sein. Und Sie können sich das noch viel komplizierter vorstellen. Dann ist es vielleicht nicht mehr völlig klar, warum das Ding die Umlaufzahl 1 oder minus 1 haben soll und ob da nicht vielleicht doch was anderes möglich ist. Und wir wollen uns jetzt die Grundidee des Beweises von Hopf anschauen. Wir werden an zwei Stellen über die technischen Details so ein bisschen hinweghüpfen, aber im Großen und Ganzen werden wir sehen, wie der Beweis funktioniert. Das heißt, wir fangen also an mit einer parametrisierten Kurve Alpha und wir machen uns wieder das Leben leicht und nehmen an, dass die nach Bogenlänge parametrisiert ist. Das ist ja keine Einschränkung, das haben wir uns gerade überlegt. Wenn die nicht nach Bogenlänge parametrisiert war, können wir die einfach umparametrisieren. Das ändert nichts an der Umlaufzahl. Und sie soll natürlich einfach geschlossen sein. Und das Erste, was ich jetzt behaupte, ist, ich male mal so eine einfache Variante von so einer Kurve hin. Das könnte jetzt irgendwie vielleicht so aussehen. Das Erste, was ich behaupte, ist, wir können immer eine Tangente finden, die so an der Kurve liegt, dass die komplette Kurve auf einer Seite der Tangente liegt. Man kann das sogar so machen, wie ich das in dieses Bild eingezeichnet habe, dass die Tangente senkrecht steht. Das muss man nicht machen, aber dann sind einige andere Dinge später etwas leichter zu beschreiben. Darum sage ich mal, wir kriegen das sogar hin, dass wir einen Punkt auf der Kurve finden, an dem eine senkrechte Tangente liegt, sodass die ganze Kurve auf einer Seite der Tangente liegt. Haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte? Optisch ist das klar. Ich schiebe einfach sozusagen von außen so eine senkrechte Linie an die Kurve ran, bis sie die berührt. Wenn Sie das jetzt mathematisch begründen müssten, würden Sie das auch sehen, wie das geht. Sie nehmen sich zum Beispiel die folgende Menge. Sie nehmen von den Werten von Alpha immer die erste Komponente, also die x-Komponente, und lassen diese Werte den gesamten Weg durchlaufen. L soll wieder die Periodenlänge sein. Das heißt, in dieser Menge hier stehen alle rechten Komponenten, alle x-Komponenten drin, die überhaupt auf der Spur von Alpha angenommen werden können. Diese Menge hat ein Maximum. Das besagt der Satz vom Minimum und Maximum. Weil nämlich Alpha 1 nach Voraussetzung eine stetige Funktion ist. Alpha ist ja eine parametrisierte Kurve, darum ist sie insbesondere stetig. Das heißt, dieses Ding hier hat ein Maximum. Das wird also irgendwo angenommen. Das ist Alpha 1 von irgendeinem Punkt TP, sagen wir mal. Und diesen Punkt TP, das können auch mehrere sein, aber einen von denen nehmen wir. Also dieses hier wäre Alpha von TP. Dann haben wir das so gebaut, weil das der größte Wert in dieser Menge ist, dass alles andere links davon liegen muss. Auf jeden Fall nicht weiter rechts liegen kann. Links davon liegen muss, ist vielleicht ein bisschen unvorsichtig formuliert. Auf jeden Fall kann, weil das ein Maximum ist, nichts weiter rechts liegen. Der Grund, warum es dieses Maximum gibt, ist, dass das hier wieder ein kompaktes Intervall ist. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt. Das ist der Grund, warum diese Menge nicht nur ein Supremum, sondern auch ein Maximum hat. Das heißt, es gibt so einen Punkt, und darum können wir uns das so vorstellen, dass hier diese Linie verläuft und wir uns sicher sein können, dass der ganze Rest von der Kurve nicht rechts von dieser Linie liegen kann. Nebenbei, das ist für uns jetzt gar nicht so wichtig, ist diese Linie sogar eine Tangente der Kurve. Es würde uns reichen, wenn wir wüssten, dass alles auf einer Seite liegt. Das ist sogar eine Tangente, das haben wir uns letzte Stunde beim Beweis des Vier-Scheitel-Satzes überlegt. Wenn Sie die grüne Linie mal nicht als gerade, sondern auch als Kurve sehen, dann haben Sie hier zwei Kurven,
einmal die Gerade und einmal unser Alpha. Und Alpha liegt die ganze Zeit auf einer Seite der anderen Kurve. Das besagt, haben wir letzte Stunde gelernt, dass beide Kurven in diesem Punkt dieselbe Tangente haben. Aber die Gerade ist ja ihre eigene Tangente. Das heißt, die Gerade, die ich hier gezeichnet habe, ist die Tangente an diesem Punkt. Wie gesagt, wir brauchen das nicht, aber ist vielleicht ganz gut zu wissen. Jetzt kommt die geniale Idee von Herrn Hopf. Er betrachtet die folgende Menge. Ich schreibe sie erstmal hin und dann zeichne ich Ihnen die Menge. Die besteht aus Punkten in der Ebene T1, T2 aus R Quadrat mit der Eigenschaft 0 ist kleiner gleich T1, ist kleiner gleich T2, ist kleiner gleich L. Vielleicht sollte ich nochmal dazu schreiben, ich habe es zwar eben schon gesagt, dass das hier die Periode der Kurve sein soll. Ich habe noch was vergessen, bevor wir das machen, parametrisieren wir der Einfachheit halber die Kurve um, und zwar einfach durch eine Verschiebung, so dass die hier nicht bei irgendeinem Punkt TP anfängt, sondern beim Punkt 0. Dann lässt sich das nachher einfacher beschreiben. Das heißt, ich schreibe hier nochmal hin, ersetze Alpha durch Beta mit der Eigenschaft, dass Beta von 0 gleich Alpha von TP ist. Das heißt, eigentlich ist Beta genau wie Alpha vorher. Beta ist auch noch nach Bogenlänge parametrisiert, auch noch einfach geschlossen. Ich habe nur den Anfangspunkt verschoben, sodass das hier jetzt, in Zukunft reden wir nicht mehr über Alpha, sondern nur noch über Beta, dass das hier Beta von 0 ist. Periode ändert sich dadurch ja nicht. Die Periode soll also L sein. Und diese Menge hier, wie muss ich mir die vorstellen? Die Punkte liegen alle zwischen 0 und L. Also hier haben wir 0 und hier haben wir L auf der X-Achse. Auf der Y-Achse haben wir auch 0 und L. Außerdem soll immer die zweite Koordinate größer gleich der ersten sein. Das heißt, wir gucken uns nur die obere Hälfte an. T ist also diese Menge hier. Und auf dieser Menge hat Hopf die folgende Funktion definiert durch Fallunterscheidung. Also f soll eine Funktion sein von t nach r Quadrat, die t1, t2 abbildet auf. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, es kommt raus Beta Strich von t1 für den Fall, dass t1 gleich t2 ist. Ich mache das vielleicht gleich mal farbig deutlich. T1 gleich T2 bedeutet, das geht um diese Punkte hier, die Punkte, die hier liegen. Wenn ich einen von den Punkten einsetze, die auf dieser roten Linie setzen, dann soll Beta-Strich von T1 rauskommen, was das gleiche ist wie Beta-Strich von T2. Zweiter Fall, es soll rauskommen minus Beta-Strich von 0 für den Fall, dass der Punkt T1, T2 der Punkt 0L ist. Das ist der hier oben. Das ist nur dieser eine Punkt. Denken Sie dran, da die Kurve periodisch ist, sind ja 0 und L im gewissen Sinne eigentlich das gleiche. Das heißt, Beta Strich von 0 ist dasselbe wie Beta Strich von L. Der entscheidende Punkt ist, dass ich hier ein Minus davor geschrieben habe. Das ist nicht wie hier oben einfach der Geschwindigkeitsvektor, sondern hier steht Minus der Geschwindigkeitsvektor. So, und den ganzen Rest, den ich hier jetzt mal so ein bisschen orange andeute, alles was zwischen der roten Linie und dem grünen Punkt liegt, definiert er Beta von T2 minus Beta von T1 durch den Betrag von diesem Ding für alle anderen Stellen. Dies hier gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Beta T2 und Beta T1 sind Punkte auf der Kurve. Also wenn unsere Kurve hier irgendwo lang läuft, dann ist hier irgendwo der Punkt Beta T1 und hier ist der Punkt Beta T2. Vergessen Sie erstmal den Nenner. Was ist der Vektor Beta T2 minus Beta T1? Das ist der Vektor, der von hier nach hier zeigt. Beta T2 minus Beta T1 ist der Vektor, der von Beta T1 nach Beta T2 zeigt. Und dieses hier, das sorgt nur dafür, dass ich ihn auf die Länge 1 bringe. Das ist das Normieren. Also ich mache den so lang oder kurz, dass er immer noch in dieselbe Richtung zeigt, aber die Länge 1 bekommt. Das ist dieses Ding hier. Dieses hier ist sowieso ein Vektor mit der Länge 1, weil die Kurve ja nach Bogenlänge parametrisiert ist. Dieses ist auch ein Vektor mit der Länge 1, weil die Kurve nach Bogenlänge parametrisiert ist. Dieses hier ist ein Vektor, der künstlich auf die Länge 1 gesetzt wird, indem man ihn durch seine Länge teilt. Also haben alle Vektoren, die bei dieser Funktion rauskommen, immer die Länge 1. Jetzt kommt das erste technische Detail, von dem ich vorhin sagte, dass wir es weglassen werden. Es ist wichtig für diesen Beweis zu zeigen, dass diese Funktion stetig ist. Ich zeige Ihnen gleich grafisch, was die Funktion macht und Ihnen wird dann anschaulich auch klar sein, dass das stetig ist. Aber das müsste man jetzt halt richtig mathematisch begründen, warum das stetig ist. Das ist ein bisschen Fisselarbeit, technische Rechnerei, die ich mir hier sparen möchte. Ich möchte aber zumindest auf eine Sache hinweisen.
damit das überhaupt funktioniert, damit man diese Funktion definieren kann und damit die eine Chance hat, stetig zu sein, darf man natürlich hier nicht durch Null teilen. Und hier würde man durch Null teilen, wenn irgendwo zwischendurch Beta T2 dasselbe wie Beta T1 wäre. Das kann aber nicht passieren, denn Sie haben ja gerade gesagt, einfach geschlossen heißt, kein Punkt kommt zweimal vor. Das heißt, an dieser Stelle wird niemals durch Null geteilt. Das bedeutet, in dem orangen Bereich ist es sowieso schon klar, dass die Funktion stetig ist. Was man jetzt sich noch überlegen müsste im Detail ist, aber wie gesagt, wir sehen das gleich nochmal grafisch, auch wenn ich nach rechts auf den roten Streifen gehe oder nach links zu dem grünen Punkt, bleibt das ein stetiger Übergang. Wir werden aber sehen, dass das funktioniert. Ich male es erstmal hin und dann gucken wir uns nochmal auf dem Computer an, was die Funktion macht. Das soll unsere Kurve Beta sein. Hier geht's los. Das ist Beta von 0. Hier ist diese Linie, die wir konstruiert hatten. Wenn ich einen von den roten Punkten einsetze, dann kommt immer der Geschwindigkeitsvektor raus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 0, 0 einsetze, dann kommt das hier raus. Und wenn ich jetzt sowas einsetze wie zum Beispiel, sagen wir mal, ein Drittel des Weges ungefähr hier, dann würde das rauskommen. Das kommt also raus, wenn ich in die Funktion einsetze, ein Drittel von L, ein Drittel von L. Das sind ja immer die Punkte, bei denen beide Koordinaten gleich sind, ne? Und jetzt geht es hier weiter. Hier bin ich ein Fünftel L, ein Fünftel L. Hier bin ich 0,8 mal L, 0,8 mal L, bis ich am Ende wieder an der gleichen Stelle bin. Einmal L, einmal L. Das heißt, wenn ich hier drauf lang laufe, dann bekomme ich als Funktionswerte einfach immer diese roten, normierten Geschwindigkeitsvektoren. Wenn ich den Wert hier einsetze in die Funktion 0L, dann bekomme ich als Ergebnis diesen Vektor, der nach da zeigt. Weil das der Vektor bei der Stelle 0 ist, aber in die andere Richtung, weil hier ja ein Minus davor geschrieben wurde. So, und jetzt muss ich mir noch überlegen, was passiert, wenn ich die anderen Werte einsetze, die dazwischen liegen. Das ist ja sozusagen die Mehrheit. Da habe ich hier irgendeinen Wert, sagen wir mal T1 ist 10% von L. Und ich habe hier irgendeinen anderen Wert, sagen wir mal, T2 ist 70% von L, dann nehme ich den Vektor von Beta T1 nach Beta T2, also den hier, und normiere den. Bringe den also auf die gleiche Länge wie die anderen. Das heißt, wenn ich in die Funktion einsetze 0,1 mal L, 0,7 mal L, dann kommt dieses Ding hier raus. Das ist der ganze Sinn dieser Funktion. Jetzt das Ganze nochmal animiert. Ich habe das mal folgendermaßen farbig klar gemacht. Hier ist erstmal unsere Kurve Beta, die läuft hier so rum. Hier bin ich am Startpunkt Beta 0, das ist mein Geschwindigkeitsvektor. Hier ist unsere Menge T und der Farbcode bedeutet das folgende. Wenn ich hier irgendwo in der Mitte bin, es geht um diesen Punkt hier, den ich in F einsetze, dann sagt mir die grüne, die X-Koordinate, wie weit ich auf der Kurve bin. Das heißt, mit der X-Koordinate, mit der ich hin und zurück gehe, in diese Richtung, steuere ich diesen Punkt hier. Wenn ich weiter nach links gehe, ziehe ich den Punkt nach hinten. Wenn ich weiter nach rechts gehe, ziehe ich den Punkt nach vorne. Weil ich über die rote Linie nicht hinaus darf, kann ich den orangen Punkt nicht überholen. Mit der Y-Koordinate steuere ich den orangen Punkt. Das heißt, wenn ich weiter nach oben gehe, ziehe ich den orangen Punkt nach vorne. Und solange ich mich in diesem grauen Bereich befinde, ziehe ich einfach immer eine Linie vom grünen zum orangen Punkt. Die wird normiert, sodass der Vektor, egal wie lang die Linie ist, immer dieselbe Länge hat. Das passiert im grauen Bereich. Wenn ich mich hier außen befinde, dann bekomme ich einfach den Geschwindigkeitsvektor an der Stelle. Das heißt, wenn ich hier nur auf dieser Linie lang laufe, dann habe ich einfach den Geschwindigkeitsvektor. Hier unten, ganz unten, bin ich beim Startpunkt. Und wenn ich den einmal komplett hier lang ziehe, bis hier ganz oben, dann bin ich am Endpunkt. Und die versprochene intuitive Begründung dafür, warum das stetig ist, wenn ich in der Nähe der roten Linie bin, dann sind die Punkte, wie Sie sehen, sehr dicht aneinander. Und wenn ich auf die rote Linie immer näher zukomme, dann kommen die Punkte immer weiter aufeinander zu, bis ich schließlich die Tangente habe. Das ist ja die Konstruktion der Tangente eigentlich. So baut man ja die Ableitung, ne? Dass ich die beiden Punkte aufeinander zugehen lasse. Also eigentlich ist es logisch, dass es an der Stelle stetig sein muss. Und jetzt muss ich mir den Punkt hier oben noch angucken. Dieser eine kleine Punkt, den ich hier violett markiert habe, der bedeutet ja gerade, dass an der Stelle ich den Geschwindigkeitsvektor rückwärts bekomme. Und das ist aber eigentlich auch wieder klar, wenn ich mir angucke, was ich hier habe, dass das Ganze stetig ist, weil ich jetzt ja so eine Situation wie hier habe, dass der grüne Punkt ziemlich nah noch am Anfang ist
und der orange Punkt schon fast am Ende. Und wenn ich jetzt die aufeinander zuwandern lasse, dann sehe ich auch wieder, dass das natürlich stetig in die Tangente übergeht und irgendwann ich im Grenzwert dann tatsächlich die Tangente habe. Also so viel zur Stetigkeit von dem ganzen Ding. Und wenn Sie das mit der Stetigkeit glauben oder sehen, dann ist die eigentliche Beweisidee jetzt gar nicht mehr so schwer. Also die Hauptbeweisidee, die Hopf haben musste, war erstmal überhaupt dieses komische Ding hier zu konstruieren. Seine Beweisidee ist jetzt die folgende. Ich gehe mal hier unten auf der roten Linie lang und beobachte dabei den Geschwindigkeitsvektor. Und wir sehen jetzt, dass der Geschwindigkeitsvektor natürlich genau den Weg zurücklegt, den man zurücklegt, wenn man auf der Kurve langläuft. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Buch führe über den Winkel des Geschwindigkeitsvektors, dann habe ich am Ende die Umlaufzahl, um die geht es mir ja. Von der ich momentan noch nicht weiß, was sie ist. Nehmen wir an, sie ist 4 oder 23 oder sowas. Aber jedenfalls, wenn ich auf der roten Linie langlaufe und Buch führe über den Winkel, kriege ich am Ende die Umlaufzahl. Jetzt mache ich was anderes. Ich starte wieder hier unten, ich laufe aber nicht auf der roten Linie lang, sondern ich laufe auf der orangen Linie lang. Das bedeutet, der grüne Punkt bewegt sich gar nicht, es bewegt sich erstmal nur der orange Punkt. Das sieht dann so aus. Der grüne Punkt bleibt stehen und der orange Punkt geht die ganze Zeit weiter. Wir sehen, dass der Pfeil, den ich dabei kriege, einmal komplett eine 180-Grad-Drehung macht. Und zwar weswegen? Weil wir die Kurve vorher so gelegt haben, dass rechts davon keine Punkte liegen. Das heißt, wir müssen uns jetzt keine Gedanken darüber machen, dass die Kurve in Wirklichkeit viel komplizierter sein könnte. Dieses Bild ist ein ganz einfaches, aber selbst wenn die Kurve super kompliziert wäre, könnten wir uns hundertprozentig sicher sein, dass wir eine 180-Grad-Drehung machen, weil die Kurve ja gar nicht auf die andere Seite kommen kann. Es liegen ja rechts von der senkrechten Tangente gar keine Punkte. Ja? Also es muss so sein, dass eine 180-Grad-Drehung gemacht wird. Das ist der orange Weg von hier bis hier. Jetzt lasse ich den orangen Punkt stehen und bewege den grünen Punkt. Das heißt, ich ziehe den hier rum. Bis hier. Das ist auch wieder genau 180 Grad, aber in die andere Richtung, weil jetzt ja die Richtung des Pfeils sich geändert hat. Warum sind das 180 Grad? Gleiche Begründung, weil alle Punkte auf der linken Seite der senkrechten Linie liegen. Also ist das garantiert eine Drehung von 180 Grad bis 360 Grad. Das bedeutet, wenn ich hier lang gehe, so wie ich es eben gemacht habe, hier hoch auf der orangen Linie und dann hier lang auf der grünen, dann habe ich garantiert eine Winkeländerung von genau 360 Grad und nichts anderes. Und das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist zu sagen, okay, wenn ich auf der roten Linie langlaufe, auf der Diagonalen, kriege ich die Umlaufzahl der Kurve. Wenn ich hier oben langlaufe, kriege ich die Umlaufzahl 1. Wenn ich den Weg hier zwischennehme, irgendwie hier lang, dann ist das ja nur eine stetige Änderung von dem einen Weg in den anderen. Das heißt, ich ändere den Weg langsam und damit muss sich ja auch die Umlaufzahl langsam ändern, weil ich den Weg ja sozusagen langsam stetig verbiege. Aber da die Umlaufzahl eine ganze Zahl ist, kann ich die nicht langsam stetig ändern. Wenn die Umlaufzahl 2 wäre und ich sie durch langsam stetiges Ändern zu 1 machen würde, dann müsste die zwischendurch solche Werte wie 1,9 und 1,8 und so annehmen. Das geht aber nicht. Umlaufzahl ist 2 oder 1. Das heißt, dadurch, dass das eine stetige Änderung ist, ist die ganze Zeit 1 gewesen, weil sie nicht springen kann. Das ist das, was ich zeigen wollte. Und damit sind wir fertig. Bleibt noch eine Frage offen. 2 Fragen bleiben offen. Die erste Frage ist, ich habe Ihnen eben begründet, hoffentlich, warum die Zahl 1 sein muss. Aber in dem Satz steht, die Umlaufzahl könnte auch minus 1 sein. Wie kann denn hier minus 1 rauskommen? Genau. Ich habe ja einfach diesen Pfeil dahin gemalt, aber der könnte ja auch in die andere Richtung zeigen. Dann würde der Beweis immer noch so funktionieren, aber dann würde das, was ich eben gesagt habe, natürlich alles genau einmal andersrum laufen. Das, was ich eben gezeigt habe, stimmt für den Fall, dass die Kurve gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen wird. Sie könnte aber auch im Uhrzeigersinn durchlaufen werden, dann funktioniert der Beweis genau so, aber dann würde ich natürlich die Umlaufzahl minus 1 rausbekommen. Aber das Stetigkeitsargument funktioniert genauso. Und jetzt die zweite Sache, die man noch sagen muss, ich will es vielleicht aber vorher nochmal aufzeichnen. Das ist diese Menge T, die habe ich jetzt 3-mal hingemalt. Und die Idee, die ich Ihnen eben gesagt habe, war die folgende. Wenn ich hier langlaufe und nach die Werte von F einsetze, dann bekomme ich die Umlaufzahl von Alpha raus. Wenn ich hier langlaufe und dann hier,
und nach die Werte von f einsetze, dann bekomme ich die Umlaufzahl 1 raus. Wenn ich hier lang laufe, irgendwie so, dann habe ich ja denselben Start- und Endvektor und das ist eine stetige Verformung von dem linken Weg in den rechten Weg. Das heißt, hier unten erwarte ich eine stetige Verformung des Winkels. Das war das Argument von eben. Und wenn dieses hier nicht 1 ist, hier aber 1 ist, dann kann ich keine stetige Verformung hinbekommen, weil zwischendurch nur ganze Zahlen rauskommen können. Der einzige Haken an der Sache ist noch, das ist das zweite Ding, wo man nochmal so ein bisschen Mathematiktechnik reinstecken muss. Woher weiß ich denn, dass das überhaupt stimmt mit dieser stetigen Verformung hier? Das heißt, ich weiß zwar schon, wenn Sie mir die erste Stelle geglaubt haben, dass f stetig ist, aber was ich hier brauche, ist eine stetige Winkelfunktion, die auf ganz t definiert ist. Auf dem ganzen Dreieck brauche ich eine Funktion, die stetig jedem Punkt einen Winkel zuordnet, mit den Bedingungen, die wir damals an so eine Winkelfunktion gestellt haben. Das kann man auch machen, aber das fällt so in den Bereich, sagen wir mal, etwas umfangreichere Hausaufgabe für Mathematikstudenten. Also das würde ich jetzt nicht von Ihnen verlangen, dass Sie das beweisen können. Aber ich möchte an der Stelle nur noch mal darauf hinweisen, dass das natürlich eine wesentliche Zutat des Beweises ist. Also diese schöne, anschauliche Idee, ich stelle mir diesen Weg hier wie ein Gummiband vor und schiebe den hier langsam rüber, funktioniert natürlich nur dann, wenn bei diesem Rüberschieben die ganzen Winkel sich auch stetig mitändern, ohne dass ich Risse bekomme. Das Ganze muss eine stetige Verformung sein, inklusive der Winkel. Kann man beweisen, ist aber Technik. Aber ich fand eigentlich diese Idee so schön, dass ich Ihnen die mal zeigen wollte, weil das eigentlich Schöne ist, man muss auf diese Funktion erstmal kommen, die dieses Pfeilgeschiebe macht und die einen dann davon überzeugt, dass es eigentlich gar nicht anders sein kann. Das ist der Umlaufsatz von Hopf.